So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Nach der kleinen, aber feinen Unterbrechung geht's schon direkt weiter. Aha. So. Nanu, wo waren wir denn? Moment, wo waren wir hier? Habe ich tatsächlich... Nö. Ja, lol. Gut, dann machen wir das nochmal schnell. War das jetzt hier, ne? Ja. Da habe ich im Sturm des Gefechts letzte Folge vergessen zu speichern. Aber gut, wir hatten ja die Räume hier haben wir schon alle. Da unten waren wir auch. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Ach genau, wir waren gerade im Trainerkampf. Deswegen. Ja. Genau, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Achso, genau, das war der, der uns gezwitschert hat, dass der Captain Zerschneider hat. So. Oh, ich nehme mal, bist du seekrank? Gut, genau. Und der kommt jetzt mit einem Macholo. Sehr schön. Pokémon, dann nutzen wir natürlich mit. Karate-Schlag. So, das wird ein One-Hit. Wir sind 10 Level über ihm. Das sollte ein leichtes sein. Sehr schön. Macholo wurde besiegt. Und Tentara. Okay, den Kampf hatten wir tatsächlich auch schon komplett gehabt. So, Donnerschock und das Viech ist weg. Okay, nicht ganz. Warum nicht? Donnerschock müsste doch eigentlich K.O. sein. Ach komm, ernsthaft jetzt. Ja, ja. Ja, klar. Dankeschön. Ich meine, diese Selbstverletzen. Pikachu, wir erhalten 380 EP und Ash besiegt Matrose. Du hast Glück gehabt. Ash gewinnt 500 Yen. Ah ja, geht ja. So, dann noch mehr, oder? Bei der hier? Hallo? Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. So, die Frage ist, gehen wir weiterhin mit Pikachu in den Kampf? Weil die scheinen hier doch eher so gemischte Pokémon zu haben. Und unser Pikachu ist sowieso schon ganz schön lidiert. Nee, kurz zugleich mal da ganz kurz. Aber ich glaube mal, dieser Knopf wird nicht viel ausrichten können. Du Texo auch nicht, ist ja meistens Typ Wasser. Okay, doch, dann machen wir doch mal wieder hier mit Smetbo ein bisschen. Ein bisschen Action. Und ist schon der Nächste. Der was von uns möchte. Hey! Wie wär's mit einem Tänzchen? Digga, hier keine Tanzschule. Macht eigentlich meine Maus hier. Da. So. Matrose möchte kämpfen. Matrose, na, war doch klar, wieder Macholo. Dann einmal Konfusion. Die Sache hat sich. Mal gucken, ob als nächstes auch wieder Tentacher kommt. Tentacher? Kentucky schreit ficken? Was? Macholo wurde besiegt. Smetbo erreicht. Nein, erhält. 340. Muschers. Oha. Nein. Wir bleiben tatsächlich bei Smetbo. Smetbo ist verwirrt. Ja, war klar. Okay, sehr schön. Kam trotzdem durch. Muschas wurde besiegt, 370 EP und wir besiegen die Matrosen. Sehr schön. Ich bin beeindruckt. 500 Yen. Oh ja. So, was willst du? Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja. Weiß nicht. Muss ich mir Mühe geben. Sperrstunde. Die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Hoffentlich erst, wenn ich runter bin. Denn ich möchte noch nicht in die... Was kommt als nächstes? Die... Wir sind jetzt in der Kanto-Region. Was war die nächste Region? Ist auch egal. Wenn wir dann Pokémon Kristall sehen, was die nächste Region ist. Quatsch, nein. Sprecher. So, sehr schön.
Ohne, guck mal, mal, was hier abgeht. Auf allen meinen Reisen habe ich nie ein solches verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ja, sehr ungefähr. Ist für ein ungefähr tatsächlich sehr detailreich. Okay. Ansonsten mehr nicht. Ah, gut. Dann wünsche ich immer noch einen schönen Aufenthalt auf dem Schiff. Oha, na die sehen aber wieder kampfbereit aus. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Okay, klingt nach Wasser-Pokémon. Ein Angler. Ja, Goldini. Dann könnten wir tatsächlich auch wieder zu Pikachu wechseln, wobei... Ah, Pikachu ist halt ganz schön lidiert. Und Pikachu sollte echt nicht sterben. Wir könnten natürlich auch zwischenzeitlich mal wieder zum Pocket Center gehen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. 400 EP und Tentara. Nein, nicht wechseln. Ich frage mich aber, warum Pikachu kein One-Hit schafft. Selbst Metro schafft ein One-Hit. Okay, hat doch ein paar Level mehr, aber trotzdem, Pikachu ist doch eigentlich... hat doch eigentlich den Typenvorteil. Tentara wurde besiegt, 400 EP und wir erreichen Level 28. Smetto versucht Windstoß zu erlernen. Nee, Windstoß brauchen wir definitiv nicht. Soll Attacke zugunsten von Windstoß vergessen werden? Nein. Windstoß nicht erlernen? Ja. Smetto hat Windstoß nicht erlernt. Goldini. Goldini, Goldini. Nein, nicht wechseln. Und kämpfen. Oha. Volltreffer. Gut. 400 EP. Er besiegt Angler und wir bekommen... Okay, das war's für mich. Tschüss. Naja, 600 Yen. Geht ja. Immerhin 5 Euro. Ein Euro bitte. So. Im Wettstreiten mit den mit der Jugend bleibe ich jung. Was? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Gentleman möchte kämpfen und ein Voltoball. Ja gut, dann haben wir relativ gute Chancen. Wobei das schon Level 22 ist. War klar, Finale. Natürlich. Natürlich Finale. Aua! So. Dann würde ich mal sagen, halten wir den mal bitte mit Kotexo ein. Hat jetzt noch einen Voltoball? Magnetilo. Nein, nicht wechseln. Ach komm, hier. Mach mal ein bisschen Raserei. Alter! Kann man bitte Raserei irgendwas bringen? Ah. Tja. Da steht zwar immer Clutextus Angriff nimmt zu, aber irgendwie sehe ich davon nichts. Alter! Geht doch. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal in Pokémon Center. Level 25, echt mit dem Gentleman. Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Ja gut. Achso halt. Top Ether. 1600 Yen. Lol. Ganze 10 Euro. Ist ja viel, ist ja. Wir sind ja reich. Reich an Ballaststoffen. Ein Spaziergang, der ist schön, ein Spaziergang, der ist fein. Tja, der hat uns tatsächlich ein bisschen zerlegt. Na gut, Voltoball, ne? Finale. Ist schon eine ganz schöne K.O.-Attacke.
da merkt man schon, dass wir, ne, dadurch, dass wir alle Pokémon teilen, Quatsch, alle Pokémon leveln, nicht so super flockig durchkommen, wie als wenn ich nur Smetbo benutzen würde und wir jetzt schon Level 30 hätten mit Smetbo oder ähnliches. Da müssen wir doch schon ein bisschen aufpassen. Okay, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit vorbei. So, dann lagern wir gleich mal wieder ein paar Items ab hier. Haben ja mittlerweile ein paar bekommen. Nein, den PC benutzen. So, wir brauchen unseren PC. Item ablegen. Und zwar, eigentlich können wir alles ablegen. Eder können wir ablegen. Top-Trank können wir ablegen. Bootstickets eigentlich nicht, aber schön, dass er da nicht nachfragt. Komm, einfach alles. Ja, komm. Meine. So. Ja, komm. Und das Bootsticket bitte wieder aufnehmen. Das brauchen wir. Ohne dem kommen wir nicht ins Schiff rein. Nein. So, sehr schön. Oder Mädel. So. Ach ja. So, mal gucken, wie viel wir jetzt noch vor uns haben. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du dein Ticket? Er zeigt Brot-Ticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Jutschen. So, hier waren wir schon überall. Da unten waren wir. Hier links bei der Treppe waren wir. Dann haben wir nur noch die Räume. Sehr schön. Bei welcher Tür waren wir jetzt eigentlich? Hier waren wir schon. Hier waren wir gerade. Ah, nee. Da waren wir schon davor. Und hier müsste jetzt der Gentleman sein. Oder auch nicht. War das nicht der Gentleman oder war das hier hinten? Ah doch, genau, hier ist ein Anzugsträger. Okay, dann war der das, gegen den wir gerade gekämpft haben. Das heißt, ab hier müssen wir noch, wobei die beiden nicht so kampffreudig aussehen. Ich habe schon Leute auf der Pokémon übers Wasser surfen sehen. Ja, dafür sind ja auch Wasser-Pokémon da. Pokémon können Büschel mit dem Verschneider klein hacken. Sehr schön. So etwas nennt man zwar Umweltbeschädigung, aber egal. So, speichern. Ich habe das Spiel gespeichert. Na, schau mal, na guck. So, und dann möchte der nächste kämpfen. Wieder so ein scheiß Gentleman. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Ja, doch, so ein Smetbo ist eigentlich eher stark als seltene. Von daher würde ich schon, doch schon sagen, eher so starke. Gentleman möchte kämpfen. Gentleman setzt Vulcano ein. Upsala. Da können wir eigentlich mal mit dem Wasser-Pokémon hier bissen. Achso, haben wir noch gar keins. Ha. Na, dieser Knosp ist eher schlecht. Das Ding wird verbrannt und Glutexo ist typengleich. Da haben wir also keine Vorteile. Da bleiben wir direkt hier bei Smetbo. One Hit und das Viech ist weg. Wir haben was? Alter, warum sind wir so schwach? Wir sind mehr als 10 Level über ihm. Hart. Vulcano wurde besiegt. 330 EP und ein Ponita, noch ein Feuer-Pokémon. Nein, ich möchte nicht wechseln. Gegen was denn? Wir haben doch nichts Sinnvolles. Und auch da brauche ich zwei Angriffe. Nicht sehr fein. Attacke ist sehr effektiv. Zum Glück werden wir nicht verbrannt. Also hier, ne, dieser Status, dass wir da verbrannt sind und da immer Schaden bekommen. Ponita wurde besiegt. Smetbo erhält 550 EP. Ich besiegt Gentleman. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich gewinnt 1200. Hm, nicht schlecht. Und die Dame möchte auch kämpfen. Wo warst du, als die Party lief? Sorry, ich bin so der Partyboy. Röhre möchte kämpfen. Pummeluff. Oha, Pummeluff ist ein Scheißgegner, weil das sorgt quasi die ganze Zeit dafür, dass wir pennen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir es mit einem Kick direkt zum Schlafen oder... Ach komm. Mal gucken.
Aha, war klar. Und schon Aussetzer. Okay, das war eine dumme Entscheidung. Gut, hätte er jetzt auch Konfusion blockieren können, aber das wäre dann mehr Pech als Können gewesen. Was? Okay, komm. Mach ihn platt. Das sah doch locker so aus, als wenn wir nur zwei Versuche gebraucht hätten, ey. Dummelo wurde besiegt. 320 EP. Ich besiegt Göre. Gott. Die News überschlagen sich hier, ja. Mach mal langsam. Nee, sorry, ich bin ganz schneller. Ich finde Sonderbonbon sehr schick, das Ganze. Gut, wann wir Sonderbonbon einsetzen? Eigentlich ja erst am Ende, wenn wir dann, weiß nicht, irgendwo, ne? Irgendwann Richtung Liga gehen. Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Wow. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Okay. Wenn du das sagst, glaube ich dir einfach mal. Viele Leute werden leicht seekrank. Okay. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Wollte mir jetzt gerade verklickern, dass der Kapitän als Kapitän seekrank ist. Das wäre nicht so glücklich. So. Damit hätten wir die Räume hier auch geschafft. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Okay, hier geht's nicht weiter. Na, leck mich am Arsch. Gary, sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Ash, hast du dich tatsächlich eingeladen? Was? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Ja, genau, 150. Versuch dein Glück in hohem Gras. Nee, sorry, ich muss mich gerade mit dem Typen abgeben. Ja. Das mit dem Gras muss warten. Gary möchte kämpfen. Ein Habitag. Gut, da könnten wir eigentlich mit Pikachu vorgehen. Pokémon. Pikachu. Wir haben zwar nur 5 Level da drüber, aber ich bin mal gespannt. Unser Angriff ist jetzt gerade auch ein bisschen gesunken. Ah, wunderbar, Volltreffer. Sehr schön, die Attacke ist sehr effektiv. Gutchen, Habitag wurde besiegt. Metro, halb. Achso, ja gut, okay. Bei der halben 120, sehr schön. Radfratz. Gut, da bleibe ich mal bei Pikachu. Das funktioniert, glaube ich, gegen Pikachu. Also mit Pikachu auch relativ gut. Also mal Radfratz gerade mit Level 16 ist. Ja, Hupenschlag, wow. So, Radfratz wurde besiegt. Pikachu hat 200 EP. Wow. Sandarm ist schlecht. Da haben wir definitiv mit Elektro keine Chance gegen. Von daher tauschen wir einfach mal gegen dieser Knosp. Na gut, das ist gerade mal Level 21. Hoffentlich wird das was. Dieser Knopf brennt nie. Sollte funktionieren. Ich hoffe es. Aha, ja, ja. Oh, scheiße. Attack ist sehr effektiv. Kratzer leider auch. Oh, gut. Geht. Ne, weil sein Darm Kratzer macht relativ viel Schaden. Aber scheinbar gilt das nicht, wenn wir Pflanzen-Pokémon haben. Die Attack ist sehr effektiv. Sein Darm wurde besiegt. Dieser Knopf erhält 360 EP. Wow. Und wir erreichen Level 22. Nice Scheiße. Oh Gott, Giftpuder, brauchen wir das? Kann ich mir das für Attacken erlernen? Ja, ja, weil Attacke zugunsten vergessen werden. Gucken wir mal, welche Attacke soll vergessen werden? Rankenhieb, Heuler, Igelsam, Tackle. Ich mach mal Heuler weg. Wohl besser als Heuler ist es auf jeden Fall. So, dieser Knam hat Heuler vergessen und dieser Knopf erlernt Giftpuder. Habe ich gerade wieder Samen gesagt? Ist auch egal. So, Gary wird Evoli in den Kampf schicken. Oha. Evoli ist ja Globotyp normal. Was nehmen wir da? Am besten haben wir für Texo. Mein bisschen Glut kann ich schaden. Ich hoffe, das funktioniert. Wir sind zum Glück 5 Level da drüber. Gucken wir einfach mal. Gut, Evoli geht zum Glück auf Heuler. Sandwirbel. Scheiße. Ja, okay, aber trotzdem wollen wir noch mindestens einen Angriff. Das war klar. Gegner Evoli. Ja, nice! Was? Ich dachte, kriegt Feuerschaden. Aber die Verbrennung. Okay, jetzt kriegt Schaden, also ist sie jetzt auch tot.
und weg. Evoli wurde besiegt. Flutex erhält 390 EP. Sehr schön. Damit haben wir Gary mal wieder gekonnt, die Leviten gelesen. Was? Lalala, trainierst du deine Pokémon? Ash gewinnt 1300 Yen. Also der Gentleman hat mir mehr gegeben, ne? Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit den Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Okay, verstehe. So, wo kommen wir hier hin? Ist das bereits der Captain? Bäh. Manche Dinge macht man besser nicht. Was? Captain. Ups, es geht mir gar nicht. Ach, okay, gut, er hat da gerade reingereiert. Ash massiert den Captain den Rücken. Rubel, Schrub. Was? Achso, okay, wow. Captain. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit Zerschneider bei. Ganz leicht bei. Ash erhält VM1. Sehr geil. Gutchen. Damit können wir jetzt genau das machen, was der Captain auch kann. Das heißt, der Captain ist nichts mehr wert. Und kann damit, ja, eigentlich sich einfach mal verpissen. So, das war's jetzt hier auch scheinbar schon. Ich sehe zumindest keinen weiteren Eingang. Da links waren wir bereits. Und hier geht's bloß wieder raus. Genau. Ah, genau. Rechts waren wir auch schon hier. Da ging's ja bloß runter, genau. Okay, dann war's es auf dem Schiff. Dann, ja, fährt's auch weg. Ja, wie sich das Wasser natürlich damit bewegt. Sehr interessant. Ich meine, technisch gesehen klar, weil das ist quasi eine Textur, die einfach gescrollt wird. Beziehungsweise nicht die Textur wird ge- Also, ja doch. Egal. Wenn ihr wisst, wie der Gameboy funktioniert mit den ganzen X- und Y-Offsets, dann wisst ihr, was da abgeht. Auf jeden Fall ist ein bisschen Offset, Scrolling und damit wird die gesamte Ebene verschoben. Ist aber egal. So, Markt. Ich habe ein Shiki gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiki richtig erziehen können. Gut. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Okay. Komm, wir gehen einfach mal zum Pokémon Center. Und jetzt, wo wir Zerschneider haben, würde ich mal sagen, in den Häusern waren wir, glaube ich, schon alle drinne. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr. Ist mittlerweile mehr als eine Woche her. Aber ich glaube doch, wir waren in den ganzen Häusern schon drinne. Wir hatten ja auch dieses Radcoupon bekommen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das heißt, wir können jetzt eigentlich unten in die Arena gehen. Zerschneider haben wir ja jetzt. Wir müssen es nur noch ein Pokémon beibringen. VM01. VM aktiviert. Hier hält Zerschneider. Zerschneider ein Pokémon beibringen? Ja, wer kann's denn? Clutexo? Nee, Clutexo würde ich mir gerne für Stärke aufheben. Von daher Bisaknoff. Bisaknoff versucht Zerschneider zu erlernen. Aber Bisaknoff kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Zerschneider vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Oh Gott, gute Frage. Ganz ehrlich, Giftpuder brauchen wir nicht wirklich. Dafür haben wir Smetbo. Igelsam und Rank würde ich gerne lassen. Von daher, Tackle macht halt, ne, so für als Backbone quasi. Von daher doch, komm, Giftpuder ganz weg. So, schwupp. Bisasam hat Giftpuder vergessen, obwohl er es gerade eben erst erlernt hat. Und Bisaknoff erlernt Zerschneider. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das Pokémon auswählen. Wo ist denn Bisaknoff? Da, Zerschneider. Und Bisaknoff setzt den Zerschneider ein. Ich finde es ganz cool bei Pokémon Crystal. Also Kristall.
Da kann man die Bombe direkt einfach anklicken und er fragt dann, ob man Verschleier einsetzen möchte. Da geht das Ganze viel einfacher. Aber naja. So. Hey, warte. Warte. Was? Hey, warte, du Champion in Spiel. Was? Okay. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen Arena-Leiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vögel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne... was auch immer. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn jetzt, um gegen ihn... Ach so, Hilfe. Doch, Paralyse. Okay. Um ihn zu treffen. Gut, wir müssen ein kleines Rätsel lösen. Das Ding mit den Mülleimern. Ich spreche natürlich vorher mal. So. Hallo? Achso, siehst du, welches Pokémon haben wir jetzt am Anfang eigentlich? Weil die Elektro-Pokémon ist eigentlich nur Servo-effektiv. Alles andere, was wir haben, ist gegen Elektro nicht wirklich ne, von Vorteil. Ich hoffe mal, wir haben Smetbo. Magnetido. Ja, Smetbo, sehr schön. Gutchen, dann, aber gerade mal 4 Level über ihm. Das ist nicht so heftig. Hey, wir sind eigentlich vollkommen unterlevelt. Heieiei. Wir müssen jetzt noch hart trainieren. Ah ja, Konfusion richtet zum Glück ein bisschen. Magnetilo wurde besiegt, hat nur halt 460 EP. Okay, der erste ist schon mal weg. Wow, du hast mich überrascht. Ich gewinne 700 Yen. Hallo, hallo, hallo. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Was auch immer jetzt ein Leichtgewicht mit einem Profi zu tun hat. Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, aber okay. Rocker möchte kämpfen. Aha. Oh nein, wieder Volteball. Ey, wenn du Finale benutzt, ne, dann mache ich hier mal kurz ein Finale, denn dann kannst du aber mal hier nach Hause gehen. Scheiße. Ah, Ultraschall, okay. Obwohl, kann wieder dafür sorgen, dass ich nicht treffe und dann kann er doch wieder Finale einsetzen. Alter, wie viel Damage der macht. Aua, aua, aua. 440 EP, Smetbo erreicht Level 29. Sehr schön. Nicht noch ein Volteball. Mann. Na. Ah, gut. Versuchen wir einfach mal hier unser Glück. Yay! Was? War ja klar. Wenn wir verwürzeln, können wir nichts machen. Oh, du willst mich doch verarschen. Oh, geiler Sound. So, Voltball wurde besiegt. Zentro hat 540 EP. Und noch ein Voltball. Nein. Aua, aua, aua. Ah ja, Tackle geht zum Glück einigermaßen. Ja, sehr schön. Voltball wurde besiegt. Smetbo hält 45 EP. Echt besiegt Rocker. Ein Kurzschluss. 500 Yen. Gut, der wird mal sagen, speichern wir und sehen uns dann immer in der nächsten Folge wieder. Da gehen wir dann aber erstmal zum Pokémon Center. So. Und dann, bis dann.